Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ja, hier ist nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder der Conny. Und wie man es am Titel vermuten kann, zeige ich euch heute den Umgang mit Vulkanen. Ja, ich habe mal hier die 5 Vulkane aus dem Hauptspiel vorbereitet. Und wie ihr seht, ist es hier auch schon ordentlich am Brodeln. Fangen wir mal unten links an. Wir haben hier einen Kupfervulkan. Dann kommt hier der Eisenvulkan, dann ein Goldvulkan, hier oben haben wir einen kleinen Vulkan und rechts daneben einen ganz normalen Vulkan. Ja, ihr wolltet gerne ein Tutorial dazu sehen und da habe ich mir gedacht, ja, mache ich es doch einfach mal. ja, so, wie ist jetzt der Umgang mit den Vulkanen? Und zwar ist das Besondere gerade an den Metallvulkanen, hier unten seht ihr es auch schon, die spucken sehr, sehr heißes, flüssiges Metall aus und ja, sehr heiß kann man durchaus sagen, bei Bereichen zwischen 2226 bis ja, 2626 Grad. Dagegen sind die Vulkane und der kleine Vulkan gar nicht so warm. Also hier kommt die Magma gerade mal auf 1726. Ja, und hier ist das Gleiche. Ja, was macht die Vulkane denn jetzt so problematisch? Und zwar einerseits natürlich die Temperatur, andererseits auch der Output von den Vulkanen. Und der ist nämlich mitunter sehr, sehr unterschiedlich. Also ihr seht es hier gerade, die Vulkane haben bis jetzt alle 5 ja, ihre Eruptionsphasen gehabt. Und zwar seit Zyklus 5 ungefähr sind die Metallvulkane quasi, ja, ungefähr einmal pro Zyklus. Ja, vielleicht ein bisschen später, aber ungefähr so alle 700 Sekunden sind die einmal am, ja, ausspucken. Hingegen sind die kleinen Vulkane und die großen Vulkane tatsächlich immer sehr spät. Also die brauchen immer Ehrung irgendwo zwischen 10 bis 15 Zyklen, bis sie dann tatsächlich einmal ausbrechen. Aber wie man hier schon sehen kann, ist die Menge, die bei einem Ausbruch ja wirklich rauskommt, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, dazu blende ich euch einfach mal ein paar Daten und Fakten ein. Ich mache hier mal das Fenster zu, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Ja, und zwar ist es so, dass wir jetzt mal beim Kupfer gucken. Wir haben da nur 12,1 Kilo, ich kann da leider mit der Maus nicht drauf gehen, pro Sekunde bei 2226 Grad. Das hört sich tatsächlich erstmal viel an, aber wenn wir jetzt mal schauen, oben bei dem kleinen Vulkan, haben wir schon eine Auswurfrate von 121 Kilo pro Sekunde. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied, allerdings spuckt der kleine Vulkan halt auch erst bei, ja, nach 15 Zyklen aus. Nichtsdestotrotz kann man hier über Calculated Average schauen. Da ist nämlich die tatsächlich berechnete Menge, die inklusive aller inaktiven Phasen und auch ja, der Pausen zwischendurch, die berechnete Menge. Und da liegen wir bei 570 Gramm pro Sekunde und beim Kupfervulkan liegen wir bei 333 Gramm pro Sekunde. Bei den anderen Metallvulkanen verhält es sich ähnlich. Schwierig wird es jetzt hier bei dem großen, wie man das auch schon an der Menge sieht. Der spuckt in etwa doppelt bis, ja, es kann sogar dreimal so viel werden ungefähr. Das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe, war irgendwo um die 1,8 Kilo pro Sekunde, was der rausschmeißt. Das ist schon eine ganze Menge. Und ja, die Menge und die Hitze machen die Vulkane wirklich zu einem schwierigen Thema, weil man wirklich einige Sachen beachten sollte, wenn man damit rumspielt und baut. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was ja auch sehr wichtig ist. Und zwar die Metallvulkane haben zwar eine sehr hohe Temperatur,
wie ihr das sehen könnt, hier unten 2600, 2500, 2226. Aber jetzt muss man auch dabei sagen, dass flüssiges Metall zum einen die Temperatur sehr schnell wieder abgibt an seine Umgebung, was in diesem Fall nicht passiert, weil wir hier ein Vakuum haben und isolierte Ziegel drumherum. Ja, das flüssige Metall aber nicht viel Wärmeenergie speichert. Sie können es an der spezifischen Wärmekapazität sehen. Da haben wir Werte zwischen 0,386 bis ja, 0,129 beim Gold. Und tatsächlich ist das ja ein großer Unterschied zur Magma, die eine Wärmekapazität hat von 1. Das heißt, Magma speichert im Gegensatz zu Kupfer ungefähr das Dreifache an Wärme. Also das heißt, auch wenn wir hier nur 1726 Grad haben, ist tatsächlich einfach mehr Wärmeenergie in dieser Magma gespeichert, bei der gleichen Menge. Das heißt, haben wir 1000 Kilo Kupfer und 1000 Kilo Magma. Mit eben diesen Temperaturen hat die Magma tatsächlich einfach mehr Hitzeenergie gespeichert. Und ja, das ist halt eine Sache, die man beachten sollte, wenn man wirklich die Metallvulkane nutzen möchte. Ja. Eine Sache, die halt auch noch wirklich sehr interessant ist, ist halt die Menge, die ausgeworfen wird. Ich stelle mal kurz etwas schneller. Dann können wir das auch nochmal gleich beobachten. Weil der Zeitpunkt, in dem ein Vulkan ausspuckt, ist natürlich sehr interessant dafür, wenn man mit Dampfturbinen arbeiten möchte. Also, hier sieht man es jetzt auch. Da, ich stehe mal kurz langsamer. Da wird jetzt jede Menge rauskommen. Ich vermute mal, das füllt sich hier oben auch komplett. Und die Dampfturbinen, wenn man jetzt damit arbeiten möchte, die müssen natürlich in dem Moment auch genug gegenkühlen können, damit man nicht Energie verschenkt oder sogar der ganze Bausatz wirklich für den Arsch ist. Also da kann so viel passieren, gerade mit heißer Magma, natürlich auch mit heißen Metallen, wobei bei denen halt wirklich wenig pro Eruptionsrate rauskommt. Da sind halt immer nur so ein paar Tröpfchen und da kommen ein bis zwei Dampfturbinen tatsächlich echt gut gegen an. Bei den Vulkanen wird es schwieriger. Zu den spezifischen Bauplänen kommen wir dann später. Ja, ich hoffe mal, der Kollege ist dann jetzt auch sofort soweit. Ich stelle mal kurz ein wenig schneller. Ah ja. Da haben wir ihn soweit. Goldvulkan unten ist auch wieder soweit. Ja, und da bekommen wir dann jetzt hoffentlich auch zu sehen. Ah, jetzt stelle ich auch mal eben kurz das Overlay wieder ab. Nicht, dass ihr da gleich mitten im Bild habt. Wie viel da jetzt wirklich rauskommt, weil das ist bei den großen Vulkanen wirklich eine enorme Menge an Magma, die der ausspuckt. In der gleichen Zeit wie jetzt zum Beispiel die anderen Vulkane. Und ich habe jetzt halt auch extra noch ein kleines zweites Becken daneben gemacht, damit der hier nicht auf Überdruck geht. Für diejenigen, die es nicht genau wissen, es gibt hier ein magisches Feld, zwei von links, zwei von unten, also hier, wo die Magma rauskommt. Und sobald dieses Feld einen Überdruck hat von über 150 Kilo, spucken Vulkane tatsächlich nichts mehr aus. Das ist bei den Vulkanen so, bei den Geysiren verhält sich's anders. Da ist die Menge, glaube ich, bei 5 Kilo. Falls ich da jetzt Quatsch erzähle, ruhig in den Kommentaren berichtigen. Ja, und jetzt sieht man auch, es ist wirklich eine enorme Menge an Magma, was da rausgekommen ist. Und das ist halt die Schwierigkeit dabei, wenn man wirklich Dampfturbinen nutzen möchte, diese Magma auch wirklich entsprechend schnell abzukühlen. Ja, dann rutschen wir mal rüber zu den drei Kollegen hier. Ich wollte euch nämlich gerne noch hier was zeigen. Und zwar ist nicht jeder Vulkan gleich.
Also je nachdem, wo die Vulkane platziert sind, ist auch sowas, was man im Sandbox-Modus ganz nett feststellen kann. Also je nachdem, auf welchem Feld der Vulkan steht, bekommt er einen anderen Output, andere Zeiten zugewiesen. Und gerade bei den Vulkanen ist es so, dass da sehr krasse Unterschiede sein können. Alle drei Vulkane sind einmal bereits ausgestoßen oder hatten Ausbruch. Und ja, man sieht ganz gut hier unten auch, dass es hier Unterschiede gibt. Also hier haben wir zwei freie Felder. Hier haben wir nur ein freies Feld. Hier haben wir schon Magma. Und hier sind es tatsächlich vier freie Felder. Ich habe dafür für euch mal kurz was berechnet. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich muss vielleicht mit der Maus ein bisschen anders hingehen. Und zwar ist es so, dass der Vulkan links, der hier, einen insgesamten Output in der Eruptionsphase hat von 18.124 Kilo. Und die errechnete Gesamtoutput inklusive aller inaktiven Phasen und Pausen liegt bei 1,8 Kilo pro Sekunde. Dieser Output in der Eruptionsphase ist tatsächlich etwas, was sehr wichtig sein kann, wenn man ein Dampfturbinen-Setup drumherum baut. Im Gegensatz zu dem rechten, hier mit 14.480 Kilo, sind da natürlich zu dem hier ganze fast 5 Tonnen Unterschied. Das ist natürlich das ist einfach mal gut 25% mehr. Also, ich hoffe, ich habe es richtig gerechnet. Ungefähr. Das macht natürlich einen riesen Unterschied bei einem Dampfturbinen-Setup. Also, da müsst ihr schon ein bisschen drauf achten, was ihr da für einen Vulkan erwischt habt und da entsprechend drauf reagieren. Vielleicht reichen auch keine 2, 3, 4, 5 Dampfturbinen, sondern vielleicht müsst ihr sogar mehr machen. Also da drauf achten, nicht jeder Vulkan ist gleich Vulkan. Also da können ganz, ganz unterschiedliche Mengen bei rumkommen. Und auch was den was den errechneten Gesamtoutput angeht, gibt es da halt gute und schlechte Vulkane. Also je nachdem, was man jetzt gut und als schlecht bezeichnet. Aber in dem Fall sagt man, gut ist eine große Menge. Und da haben wir hier links den mit 1,8 Kilo pro Sekunde. Das ist natürlich unfassbar viel mehr als das hier. Das ist fast das Doppelte. Und das bedeutet natürlich auch für euch das Doppelte an Energie, was ihr da rausbekommen könnt. Ich schwenk kurz um zu einer neuen Szene. Und da schauen wir uns dann gleich mal ein paar Builds an, wie ich das gelöst habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, seht ihr ganz viele Vulkane mit ganz vielen Dampfturbinen und ganz viel Gewusel. Ja, und da zeige ich euch jetzt mal kurz, was ich da Schönes gebaut habe. Und zwar nehmen wir uns mal jemanden, der gerade nicht aktiv ist, und gucken uns das mal genau an. Wir haben hier einen Dampfraum. Wir haben zwei Dampfturbinen darüber. Und ich habe überall zwei Luftschleusen gebaut mit Rohöl, die auch tatsächlich die Temperaturen abhaben können, zumindest wenn es dann auch ein Dampfraum ist. Kann ich euch dann auch nur empfehlen, gerade wenn ihr ohne Mod spielt, wenn ihr da keinen Zugang zu wollt, macht dann einfach Isoziegel über die Luftschleuse drüber. Und dann könnt ihr anschließend auch nochmal rein, falls irgendwas nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe außen Isoziegel gebaut aus Magmatit. Die reichen hier für vollkommen aus. Dann habe ich hier oben im Dampfraum Wasserstoff gepackt. Einfach aus dem Grund, weil Wasserstoff ein super Gas ist, was die Temperatur auch speichert und auch auf- und wieder abgeben kann. Bewegt halt einfach, dass die Dampfturbinen sich auch schneller wieder abkühlen zum Kühlkreislauf. Da kann ich euch dann auch direkt mal das Flüssigkeitsoverlay zeigen. Ich habe einen externen Vakuum am Laufen, der auch gleichzeitig alle Builds bedient. Dafür brauche ich nur zwei Stück. Die Hitze ist überschaubar von Metallvulkanen.
Also gut möglich, dass ihr da auch irgendwie sogar ein Setup mit Keuchwürzen bauen könnt. Habe ich jetzt allerdings nicht getestet, ist nur eine Vermutung. Ewig viel Hitze entsteht hier bei den Dampfturbinen nicht. Dementsprechend werdet ihr auch wenig Energie aufbringen müssen, um das Ganze zu kühlen. Ja, wie läuft das? Das kalte, verschmutzte Wasser läuft hier lang, wird hier in einem Radiatorrohr aus Eisen, reicht vollkommen aus, wird gekühlt und der Wasserstoff nimmt halt die Hitze von der Dampfturbine auf und wird dann gleichzeitig auch hier wieder durchs Radiatorrohr gekühlt. An dieser Stelle eigentlich ganz gut auch für die Dampfturbine, dass die direkt mitgekühlt wird. Ja, ansonsten sind hier die beiden Auslässe von den Dampfturbinen und gehen hier runter. Das ist nochmal eine spezielle Sache, die erkläre ich euch jetzt. Und zwar, wenn der Eisenvulkan tatsächlich dann das flüssige Eisen ausspuckt, übernimmt hier der automatische Räumer und befördert das dann festgewordene Eisen in einen Förderschienenbelader. Jetzt fragen sich die einen oder anderen vielleicht, warum wird denn das sofort fest? Und zwar, was man hier gerade echt schlecht sehen kann. Ich habe hinter dem magischen Feld eine Wärmetauschplatte aus Diamant hingesetzt. Diamant hat da den Vorteil, der hat so einen riesengroßen Schmelzpunkt, 3926. Da kommt halt nichts im Spiel dran. Also, ich will jetzt nicht sagen, man schafft diese Temperatur nicht, aber nichts Natürliches schafft diese Temperaturen, um Diamant zu schmelzen. Und gleichzeitig hat Diamant eine super Wärmeleitfähigkeit von 80.000, was sofort auf das flüssige Eisen wirkt und das Eisen direkt abkühlt. Man muss sich vorstellen, die Wärmetauschplatte hat jetzt so wie hier auch 108 Grad durch den Dampf, der hier drin ist, und kühlt das heiße Eisen sofort ab. Und durch diese schnelle Wärmeübertragung von der Wärmetauschplatte wird das Eisen sofort fest. Ja, also der Räumer transportiert es dann hier rüber in den Belader. Und der Belader schickt es dann über eine Förderschiene mit einer Brücke in einen Kreislauf, der hier langläuft. Das gleiche ist, das Ganze ist dann nochmal mit einem Förderschienensperre belegt. Hier vorne haben wir einen Thermosensor. Das heißt, dass, was ist das hier überhaupt? Eisen, ne? Eisen. Das Eisen wird hier dann reingefördert, läuft hier lang und wird hier an dieser Stelle geprüft. Ist es kalt genug? Ja oder nein? Wenn ja, geht es hier lang über diese Schiene und wird hier ausgeschmissen. Das könnt ihr natürlich bei euch anders bauen. An dieser Stelle macht es nicht viel Sinn, aber irgendwo muss es halt hin. Wenn es allerdings noch zu warm ist, geht es hier nochmal durch die Förderschienensperre durch und läuft hier weiter. Die Brücke ist hier an dieser Stelle in dem Fall sehr wichtig, weil wenn jetzt der ganze Kreislauf belegt ist, dann wartet an dieser Stelle mit der Förderschienenbrücke das nächste Metall darauf, einen freien Platz zu bekommen, und läuft erst dann da rein. Und so bekommt ihr einen Kreislauf am Laufen. Ja, jetzt bin ich gerade überlegen, was gibt es hier noch Wichtiges zu sagen? Ah, da wo ich gerade gucke. Und zwar, die Dampfmenge ist auch sehr ausschlaggebend dafür, wie gut eure Dampfturbinen gegen die Hitze ankommen. Das heißt, je mehr Dampf ihr da drin habt, desto mehr Masse ist da, was gleichzeitig das Metall abkühlen kann. Das heißt, habt ihr nur 5 Kilo Dampf da, heizt sich dieser Dampf natürlich super schnell auf. Ihr bekommt da Temperaturen von größer 200 Grad auf jeden Fall in diesen Raum rein. Und alles über 200 Grad ist natürlich Energieverschwendung. Das können die Dampfturbinen nicht mehr in Energie umwandeln. Und die ganze Energie, die über 200 Grad dann da ist, wird einfach in Hitze ausgegeben, die wiederum ihr dann kühlen müsst. Das heißt, ihr verschwendet in dem Moment nicht nur Energie, sondern ihr müsst effektiv auch wieder Energie aufbringen, um wieder entgegen zu kühlen. Ja, wie kriegt ihr das Ganze jetzt am besten
hin, dass ihr direkt wisst, wie viel Dampf da drin ist. Eigentlich ganz einfach. Ihr geht in das Raumoverlay, checkt ab, wie groß ist dieser Raum, in dem Fall 77 Felder. Rechnet kurz aus, 77 Felder mal 50 Kilo sind so und so viel Kilo an Wasser, die ihr benötigt. Ja, und das kippt ihr dann entweder hier reinpassend, könnt ihr mit Ziegeln ausmessen, die ihr dann volllaufen lasst, oder gibt es mittlerweile ja auch hier so ein schönes Flüssigkeitsventil. Guck mal gerade, habe ich einen Sandbox an? Jetzt ja. Wenn ich mich hier richtig erinnere, kann man das doch ganz gut nutzen dafür. Genau, man stellt hier einfach eine Menge ein an Kilo, die ihr haben wollt, lasst das durchlaufen und dann ist es fertig. Wobei ich vermute mal, geht das auch höher? Nein, es geht nur 500 Kilo. Okay, das könnte natürlich langwierig sein. Vielleicht ist es dann einfach besser, wirklich mit Ziegeln das Ganze abzumessen. Ein Ziegel hat 1000 Kilo Wasser. Okay, ja, würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen in Aktion an. Wir suchen uns mal einen Kandidaten raus, der kurz davor ist. Oder gerade dabei ist. Also das ist doch der Grund, warum ich hier so viele hingebaut habe, damit ich hier nicht ewig warten muss, dass mal einer soweit ist. Aber ich stelle es mal kurz schneller, dann sehen wir das auch gleich. Eine Sache, die ich hier rechts gerade sehe. Es gibt hier einen schönen Bug in Oni. Und zwar, wenn, ich weiß die genaue Grenze nicht, aber wenn hier eine Menge über die Förderschienen läuft von unter, keine Ahnung, 1 Gramm oder so, Pi mal Daumen, ich weiß es nicht genau, wird diese Menge einfach nicht mehr gekühlt. Ja, das sind wirklich hier zum Teil Mikro oder Milligramm. Hier sind es Milligramm, hier sind es sogar Mikrogramm. Wenn ihr das Problem habt, dann stellt diese Temperaturschwelle einmal um. Zack, und dann wird es ausgeworfen, eben wieder überstellen und fertig. So, genau, zu den Einstellungen kann ich natürlich auch nochmal eben kurz was sagen. Das Ventil ist so eingestellt, dass über 130 Grad das Ventil nicht freigegeben wird. Oder dass es... Moment. Es ist so eingestellt, dass über 130 Grad das Ventil grünes Signal gibt. Das heißt, über 130 Grad fährt weiter im Kreislauf. Unter 130 Grad macht das Ventil dicht und das Metall wird dann hier ausgeschleust. Warum 130 Grad? Das ist die Temperatur, die ihr nutzen könnt, um effektiv auch alle Energie aus dem Metall rauszubekommen. Das ist jetzt im Sinne vom Metall nicht unbedingt das Wichtigste, dass man die komplette Energie rausbekommt. Hat aber auch den Vorteil, dass ihr euer Metall nicht ewig heiß bekommt. Und ja, ihr nutzt halt einfach wirklich die Energie, die da drin ist, um Strom zu erzeugen. Das ist beim Metall natürlich nicht das, was man eigentlich will. Man möchte natürlich das Metall haben, aber ihr bekommt so kalt wie möglich, weil unter 125 Grad funktionieren Dampfturbinen nicht mehr und ihr bekommt es nicht weiter gekühlt. Aber ihr nutzt halt wirklich noch das letzte bisschen an Energie, was da drin ist. Das Ganze auf unter 125 Grad zu stellen, würde allerdings nicht viel bringen, weil die Dampfturbinen dann unter Umständen gar nicht mehr laufen und das Zeug hier weiter im Kreis fährt und gar nicht weiter gekühlt wird. 130 Grad, habe ich gemerkt, ist eine ganz gute Zahl, um sagen zu können, jo, da rausschmeißen und dann wird der Kreislauf auch leer und die Dampfturbinen arbeiten noch ein ganz kleines bisschen weiter und ziehen auch den Rest an Energie aus dem Dampf raus. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie es hier läuft. Das Metall kommt hier mit, was haben wir hier drin, 760 Grad rein. Das heißt, das Metall, was hier liegt, na, haben wir noch Metall liegen? Sieht tatsächlich nicht so aus. Aber das Metall kam ja raus mit 2526 Grad. Das heißt, es ist schon so weit runtergekühlt, dass es, wenn es hier ist, nur noch auf 700 Grad ist. Und jetzt läuft das hier lang. Ihr seht, 717 Grad hat jetzt die erste Förderschiene. Es läuft weiter und es geht rapide abwärts mit den Temperaturen. So, das Metall fängt dann jetzt langsam an, den Dampf aufzuheizen. Könnt ihr hier sehen. 150 Grad hat es gerade gezeigt. Die erste Dampfturbine läuft auch schon.
Und wie ihr sehen könnt, die Förderschiene sagt, nein, Temperatur ist noch zu hoch. Es geht weiter in den Kreislauf und es wird dann jetzt so lange im Kreis gefahren, bis die Temperatur abfällt. Die Dampfturbinen ziehen jetzt die Energie aus dem Dampf raus. Der Belader wird hier gekühlt. Und ja, so funktioniert das Ganze eigentlich nur. Es fährt jetzt schön weiter im Kreis, bis die Temperatur erreicht ist. Wird hier rausgeschmissen und dann haben wir aus dem Dampf auch die ganze Energie rausgeholt. Kurze Information noch zu diesen Geschichten hier. Bei Metallvulkanen ist es vielleicht nicht ganz nötig. Ich mache das mittlerweile schon automatisch. Ich setze den Auslauf entweder hier drüber oder rechts neben dem Belader, mache da drüber Isoziegel und je nachdem hause ich vielleicht sogar auch noch den Räumer mit ein, weil die trotz dem, dass die aus Stahl gebaut sind, eine Erhitzung oder eine Überhitzungstemperatur haben von 275 Grad. Gerade zu Beginn der ganzen Builds, wenn ihr nur noch Wasser hier drin liegen habt, kann das schon wohl sein, dass ihr vielleicht an diese Temperaturen drankommt und da ist es ganz hilfreich, dass das auch direkt gekühlt wird. An dieser Stelle auch nochmal gesagt, wenn das Ganze in den Betrieb geht, ihr habt hier Wasser stehen, kann es unter Umständen sein, dass tatsächlich der Räumer oder auch mal der Belader vielleicht sogar die Förderschienensperre hier überhitzen. Das sollte sich aber dann legen, sobald ihr hier drin Dampf habt. Also gerade zu Beginn kann sich das Ganze auch mal ein bisschen unvorhergesehen verhalten. Sobald ihr drin Dampf habt, sollte es funktionieren. Eben die Sachen reparieren und dann ist das Thema auch gegessen. Ja. Ich hoffe, das war es soweit. Naja, noch nicht ganz. Zwar für den einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass hier oben zwei Dampfturbinen sind und beim Gold nur eine Dampfturbine ist. Das hat damit zu tun, ich habe in meinen Testläufen öfter erlebt, dass eine Dampfturbine bei Eisen und auch bei Kupfer nicht unbedingt reichen, um einerseits die Temperatur unter 200 Grad zu halten und andererseits eine Dampfturbine es nicht geschafft hat, das Metall so schnell abzukühlen, dass es vor der nächsten Eruption quasi schon wieder aus dem Kreislauf raus ist. Also mein Ziel war es mit diesem Build wirklich keine Energie zu verschwinden. Das heißt, die Dampfturbinen bleiben unter 200 Grad mit dem Dampf und wandeln die komplette Energie um. Andererseits sollte das allerdings auch so schnell gehen, dass vor der nächsten Eruption, also circa 700 bis 800 Sekunden später, auch das ganze Metall wirklich abgekühlt ist. Ja, und dann sind wir mit dem Metallvulkan, glaube ich, fertig. Ich hoffe es, ich habe nichts großartig vergessen. Eine Kleinigkeit fällt mir noch ein. Ich habe hier aus Eisenerz Sachen gebaut. Das könnte gerade am Anfang vielleicht ein Problem sein. Wenn ihr merkt, eure Förderschienen schmilzen hier zwischendurch weg, baut die Förderschienen ruhig aus Stahl. Hier hinter zumindest. Dann habt ihr Ruhe. Entschuldigung. Und ja, da werde ich gleich auch nochmal was zu sagen, welche Materialien man benutzen sollte bei den Vulkan-Setups. Die kommen nämlich jetzt und die werden nochmal eine Geschichte spannender. So, und dafür wechseln wir herüber. So. Ich hoffe mal. Ja, wir haben hier gleich einen neuen Ausbruch. Dann können wir uns auch angucken, wie das Ganze aussieht, wenn was ausbricht. So, ich hoffe, ihr habt schon mal einen ersten Eindruck gewonnen, wie es hier aussieht. Ich habe tatsächlich erstmal versucht, den Bild der Metallvulkane irgendwo ein bisschen nachzubauen, was nicht funktioniert hat. Das war halt nicht möglich. Der große Vulkan hier und auch der kleine Vulkan haben einfach zu viel Energie in Form von Magma an einem Zeitpunkt, dass die Dampfturbinen es einfach nicht geschafft haben, obwohl es schon vier Stück sind. Und ja, mein Ziel war es eigentlich, hier ein Bild zu schaffen,
mit 4 Dampfturbinen. Ich wollte das Ganze nicht übertreiben. Man kann natürlich auch noch mehr bauen mit 6 oder 8. Dann wird es vielleicht einfacher, aber ich wollte gerne ein Bild haben, der schön kompakt ist, auch für die Vulkane, sowohl für den kleinen als auch für den großen Vulkan. Dass tatsächlich die Dampfturbinen nicht über 200 Grad kommen und man auch dann wirklich das Magmatit restlos quasi die Energie daraus zieht. Also das ist ja auch das, was man bei einem Vulkan hat. Man schaut eher auf die Energie, die man daraus gewinnen kann, statt aufs Magmatit. Das kann man auch sich irgendwo anders ausbuddeln. Normalerweise hat man überall auf dem Planeten genug Magmatit. Ist natürlich ein schöner Rohstoff, den man auch zum Bauen benutzen kann, aber das Hauptaugenmerk liegt hier tatsächlich auf der Energienutzung. Ja, und dann 13 Zyklen, der hat 2,9. Gut, hier fährt es gerade schön im Kreis, dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Also wie beschrieben, haben wir hier oben 4 Dampfturbinen, die werden auch von aus dem gleichen Kühlkreislauf gekühlt. Gucken uns das Ganze mal an. Hier auch wieder nur ein Radiatorrohr dazwischen, das reicht tatsächlich aus. Mit den 2 Vakus, wie viel ihr tatsächlich brauchen werdet, kann ich euch nicht sagen. Ich würde jetzt schätzen, einer wird auf jeden Fall reichen und der wird wahrscheinlich auch nicht durchgehend laufen. Hängt natürlich auch davon ab, habt ihr Wasserstoff drin, wie viele Dampfturbinen laufen vielleicht, müsst ihr beobachten. Dazu kann ich euch eigentlich auch mal kurz zeigen, woran ihr erkennt, ob ein Vaku reicht oder nicht. Hier ist ein Vaku-Setup. Das werde ich jetzt nicht großartig erklären. Ich denke, das ist soweit bekannt. Falls ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch noch mal was zu sehen möchtet, wie das Ganze funktioniert. Woran seht ihr am besten, dass ein Vaku reicht oder auch nicht? Das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Ihr klickt auf den Wasserkühler, hinten auf Eigenschaften und wenn ihr hier seht, 100% über die letzten 5 Zyklen auch, dann ist sie durchgehend am Arbeiten und dann reicht es sehr wahrscheinlich nicht aus, nur einen Wasserkühler zu haben. Wenn man jetzt guckt, den zweiten habe ich hier dran, der springt zwischendurch mal an, die letzten 5 Zyklen 0,07%, das heißt, der wird zwischendurch gebraucht, nicht viel, aber er wird gebraucht. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht haben würde, würde die Temperatur hier in dem Kühlwasser wahrscheinlich über eine lange Zeit zwar, aber sie würde sich immer weiter aufheizen. Ja, also wenn ihr merkt, der erste Wasserkühler, hier steht nur 100%, dann lieber noch einen zweiten hinsetzen und ihr seid auf der sicheren Seite. Okay, dann geht's weiter. 4 Dampfturbinen haben wir. Das Ganze hier oben ist eigentlich genau wie bei dem Metallvulkan. Jetzt wird es aber etwas interessanter. Und zwar, hier unten natürlich auch wieder eine... Na, wo ist sie? Ich suche sie. Aber ich finde sie nicht. Eigentlich sollte hier eine Wärmetauschplatte sein aus Diamant, die irgendwie nicht da ist. Ah, ich weiß auch genau warum. zeige ich euch nachher, warum. Wenn ich dran denke. Auch wieder eine Wärmetauschplatte aus Diamant. Tatsächlich hier oben auch noch weiter und hier drumherum auch. Einfach aus dem Grund, um ja wirklich sicher zu gehen, dass viel Energie hier auch vom Diamant aufgenommen wird. Hier wird sehr, sehr heiß, weswegen hier auch vieles aus Stahl gebaut ist hinter dem Vulkan. Ihr sehen könnt hier Automatisierungskabel aus Stahl. Ich habe hier Förderschienen aus Stahl und hier links Wärmetauschplatten aus Diamant. Hier fängt tatsächlich eine Wärmetauschplatte aus Magmatit an. Also wenn ihr sicher gehen wollt, setzt hier hinter auf jeden Fall Stahl, dann habt ihr da auch Ruhe. Und so eine Förderschiene und so ein Automatisierungskabel aus Stahl ist jetzt kein Riesenaufwand und vor allen Dingen auch keine Menge. Was habe ich hier anders gemacht? Und zwar habe ich hier einmal, wie gesagt, viel Wärmetauschplatten aus Diamant, die viel Energie auffangen. Und hier auch Wärmetauschplatten aus Magmatit. Warum Magmatit? Magmatit ist ein, hat halt eine Aufnahme von 1 bei der spezifischen Wärmekapazität. Das heißt, die kann relativ viel auffangen, sogar mehr als der Diamant. Braucht zwar etwas länger, um die Temperatur aufzunehmen und abzugeben, aber es ist einfach mehr Material im Dampfraum da, was wirklich Wärme speichern kann. Und das ist bei diesem Bild tatsächlich sehr wichtig.
Hier oben auch nochmal jede Menge Wärmetauschplatten aus Magmatit. Magmatit habe ich tatsächlich deswegen gewählt, weil es wirklich einerseits gut die Wärme aufnimmt und es natürlich nicht so teuer ist. So eine Wärmetauschplatte hat einen Materialwert von 800 Kilo. Und wenn man hier alles aus Diamant baut, hat man ruckizucki auch kein Diamant mehr. Und da kann man besser dann wirklich Magmatit wählen. Ja, schauen wir uns mal eben die Förderschienen an. Die sind gar nicht so viel anders als beim, beim Metallvulkan. Es wird hier beladen. Dann geht es hier auch mit einer Förderschienenbrücke auf einen Kreislauf. Der läuft hier tatsächlich sehr viel lang. Einfach auch, um die Hitze im Raum besser zu verteilen. Und wird dann hier auch ab 130 Grad rausgeschmissen aus dem Kreislauf. Ich habe hier noch eine zweite Förderschiene eingebaut. Dazu komme ich gleich. Was noch ganz wichtig hier ist. Ihr seht es vielleicht, ich habe hier jede Menge eingehaust. Auch den automatischen Räumer. Der kommt so gerade an das Feld ran, wo das Magmatit landet. Und auch der Förderschienenbelader ist hier super geschützt. Einfach aus dem Grund, da entsteht eine enorme Hitze. Und ja, der Räumer ist da tatsächlich eine Sache, die schwierig ist. In dem Bild habe ich festgestellt, mit der Einhausung funktioniert es so. Ich muss mal kurz schauen, wie weit ist der Kollege? 1,8 Zyklen, ja, das wollen wir nämlich nicht verpassen. Was passiert hier sonst noch? Und zwar habe ich hier mehrere Sensoren. Einmal ein Thermosensor mit grünem Signal ab 110 Grad mit einem Filtergatter von 80 Sekunden. Das heißt, wenn der hier grün sagt, es ist über 110 Grad heiß, wartet 80 Sekunden lang dieses Filtergatter darauf, dieses grüne Signal weiterzugeben. Vorher bleibt es rot. Das heißt, 80 Sekunden später hier nach geht es nach hier hin zum Ungatter. Hier haben wir noch einen Thermosensor, der sagt, grünes Signal über 130 Grad. Moment. Ich glaube, da habe ich mich jetzt vertan. Der sagt ein grünes Signal über 110 Grad, das ist richtig, ja, was ich erzählt habe. Und der sagt ein grünes Signal unter 130 Grad. So, die beiden Signale laufen zusammen auf ein Undgatter. Da muss ich jetzt erklären, warum. Und zwar einmal dieser Sensor hier unten ist dafür gedacht, wenn es wirklich lange Ruhephasen gibt und der Dampf wirklich sich viel auskühlt. Ja, dass der Räumer hier nicht sofort anfängt, wenn der hier anfängt, was auszustoßen, das super heiße Material hier direkt reinzuräumen und es auf die Förderschiene zu bringen. In dem Moment, wo der ausbricht, muss man wird es wirklich sehr, sehr heiß und die Temperatur muss in dem Moment nicht noch heißer werden mit dem Magmatit auf dem Förderschienen. Deswegen soll der Räumer in dem Moment erstmal aussetzen. 80 Sekunden deswegen, weil das ganz gut passt. 80 Sekunden später ist das hier auf jeden Fall deutlich ausgekühlter. Und dann könnte der theoretisch beginnen. Voraussetzung ist dafür, dass der Dampfraum hier an dieser Stelle unter 130 Grad ist. Unter 130 Grad deswegen, wir wollen ja nach Möglichkeit viel Energie rausbekommen. Und er soll halt erst anfangen, unter dieser Temperatur wieder Magmatit in den Kreislauf einzuführen. Ja, die nächste Geschichte, die ich hier automatisiert habe, kommt von diesem Sensor hier. Und zwar gibt der grünes Signal aus unter 195 Grad. Der steuert gleich mehrere Sachen. Und zwar einmal hier oben ein Flüssigkeitsauslauf, erkläre ich gleich nochmal. Dann steuert er gleichzeitig hier eine Förderschienensperre und er steuert hier die Türen. Und auch auf dieser Seite diese Türen. Das schauen wir uns jetzt mal hier genauer an. Also, wenn dieser Thermosensor sagt, es ist zu warm, schließen sich diese beiden Türen und auch hier diese beiden Türen. Das heißt, wir sperren hier unten so ein bisschen die Hitze ein. Und in dem Moment wird dann gleichzeitig auch hier der Auslauf geöffnet. Das heißt, in dem Moment wird
50% des Wassers einmal hier ausgegeben und einmal hier ausgegeben. Das heißt, wir kühlen gleichzeitig hier den Belader, den Räumer, und wir kühlen hier unten auch die Türen, dass der Dampf hier auch an dieser Stelle nicht zu heiß wird. Dann haben wir hier halt auch noch die Förderschienensperre, die sagt in dem Moment, ich mache jetzt dicht und das Magmatit bleibt auf seiner Position in dem Moment dann stehen. Es staut sich immer weiter hier und hier immer weiter zurück und das Magmatit bleibt dann stehen. Das heißt, es wird auch keine Hitze mehr mit den Förderschienen durch den Dampfraum durchgefördert. Das ist an dieser Stelle wirklich wichtig, weil hier so viel Hitze entsteht, die wir erstmal einsperren und sich langsam abkühlen lassen von dem Kühlwasser hier und auch von hier, dass die Hitze nicht nach oben steigt und die Dampfturbinen hier über 200 Grad gehen. Wie gesagt, der Sinn und Zweck dieses Bilds war halt wirklich, die Temperatur unter 200 Grad zu halten vom Dampf und wir die Energie komplett nutzen können und nicht noch Energie reinstecken müssen zum Kühlen. Das war der ganze Sinn dahinter. Okay, wenn man jetzt hier noch guckt, da ist ein Nichtgatter dran. Das heißt, das Ding bleibt halt zu, solange hier grün ist, und öffnet sich dann, sobald der hier ein rotes Signal raushaut. Währenddessen läuft dann tatsächlich das Kühlwasser hier einfach nur im Kreis und hier unten dann raus. Warum ich hier so eine schöne Konstruktion gebaut habe, liegt einfach daran, dass wenn ich nur hier zugemacht hätte, das Wasser hier stehen geblieben wäre und trotz der isolierten Rohre wäre das Wasser irgendwann da drin geplatzt. Also einfach damit es weiterläuft und hier unten ausgegeben wird. Es sieht verrückt aus, kann man bestimmt auch anders bauen, aber ich hatte keine Lust hier 5000 Rohrknoten zu bauen. Und das war eigentlich eine sehr einfache Lösung, aber das sieht man auch nicht so oft. Okay, wie weit ist denn jetzt der Kollege hier oben? Ein Zyklus haben wir noch. Okay, jetzt bin ich gerade mal liegen. Habe ich hier noch irgendwas Wichtiges vergessen zu erklären? Ich hoffe nicht. Wenn doch, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich erkläre euch gerne noch Sachen, die ich vergessen habe. Oder falls noch irgendwelche Fragen ausstehend sind. Wechseln wir mal kurz zu dem rüber. Das war jetzt übrigens der kleine Vulkan, der tatsächlich nur ungefähr die Hälfte ausspuckt von einem großen Vulkan. Ungefähr. Wie gesagt, da gibt es halt extreme Variablen innerhalb der Vulkane. Aber ich habe mir hier einen Vulkan gesucht, der mit 1,8 Kilo pro Sekunde kalkulierter Durchschnitt-Output schon recht hoch ist und auch bei dem Output hier von der Magma pro Eruptionsperiode sehr, sehr hoch liegt mit, ich glaube, irgendwie 18.500 Kilo. Das ist schon eine recht ordentliche Menge. Warum ausgerechnet den? Ja, ich möchte halt, dass der Bild auch bei Vulkanen funktioniert, die irgendwo nah am Maximum sind. Okay, kurz was trinken. Und dann gucken wir uns gerade mal an, was hier gerade passiert. Hier liegt noch jede Menge Magmatit, 19,6 Tonnen mit 648 Grad. Das liegt hier tatsächlich noch aus den alten Eruptionsphasen. Mit den aktuellen Einstellungen, die ich euch gezeigt habe, bleibt hier immer so ein bisschen liegen, was ganz nett ist für die Phasen zwischendurch, für die Pausen. Und auch tatsächlich ist es so viel, dass es für die inaktiven Phasen reicht, dass hier immer noch weiter Energie produziert wird. Das ist eigentlich ganz nett, weil wenn ihr eine inaktive Phase habt, habt ihr ja theoretisch nichts da an Energie. Und dadurch, dass hier nicht alles aufgebraucht wird sofort, rettet euch das über die inaktive Phase hinaus. Und ihr habt immer noch so ein bisschen Energie, was gleichzeitig genutzt wird. Ja, das war halt auch noch so ein kleines Ziel von mir. Oder die Hoffnung, dass es funktioniert. Ich kann nicht garantieren, dass es bei jedem Vulkan so funktioniert. Und auch bei Vulkanen, die halt relativ viel ausspucken, kann es sein, dass es dann halt nicht so ist. Wenn ihr merkt, ihr habt hier wirklich viel Magmatit liegen, spielt ruhig ein bisschen hier an den Temperaturen rum, wann was reingeschmissen wird oder auch wann was rausgeschmissen wird. Ihr könnt auch sagen, ab 140 Grad möchte ich, dass es rausgekickt wird. Das reicht mir, die 10 Grad
Das ist nicht viel Energie. Ich möchte durchgehend etwas mehr haben. Oder auch mal kurzfristig wirklich viel Energie zur Verfügung haben. Das heißt, ich steuere das so, dass die Dampfturbinen hier irgendwo an die 190 bis 200 Grad Dampf zur Verfügung haben. Und kann das hier halt mit diesen Einstellungen etwas dahingehend korrigieren. Je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Okay, 0,4 Zyklen. Ich stelle mal kurz schneller, dass wir uns das jetzt gleich mal angucken können, wie das mit der Automatisierung so funktioniert. Und ich hoffe, der Vorführeffekt spielt diesmal mit. Ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erlebt, dass es dann ganz schön in die Hose gegangen ist. So, 10 Sekunden noch. Ich stelle mal hier auf mittlere Stufe. So, jetzt machen wir mal kurz ganz langsam. Das Magma kommt hier raus. Ihr seht es auch, es wird nicht sofort fest. Man sieht auch, dass es noch zum Teil flüssig ist. Jetzt merkt der Temperatursensor, oh, es wird heiß. Ich sperre hier die Türen ab. Die Sperre macht dicht. Und das Magmatit fährt hier in einen Stau hinein und bleibt dann schließlich stehen. Gleichzeitig wurde hier der Auslauf auch aufgemacht. Und das Kühlwasser tropft jetzt mit auf diese Türen. Was man hier ganz gut sehen kann, der Dampf ist hier zum Teil auf 400 Grad. Ja, 380, 400 Grad. In dem Moment wird es halt auch für den Rheuma kritisch. Aber es dürfte eigentlich nichts passieren. Gleichzeitig wird der Dampf hier natürlich auch immer wärmer. Man sieht es auch teilweise um die 190 Grad. Es fängt natürlich auch super an zu springen aufgrund des Kühlwassers. Ja, und das ist jetzt halt der kritische Moment, in dem der Dampf hier oben halt nicht über 200 Grad werden soll. Wir sperren die Hitze jetzt hier ein. Es wird auch nichts weiter gefördert an Magmatit. Und hoffen jetzt mal, dass es dann auch klappt. Ich stelle jetzt mal etwas schneller wieder. Und dann beobachten wir mal ein bisschen auch den Rheuma. Ihr könnt die Dampftemperatur auch darüber, ja zumindest visuell erkennen, dass 190 bis 200 Grad hier oben den grünen Balken tatsächlich fast füllt. Ab 200 Grad ist der Balken dann auch komplett voll. Ich glaube sogar ein bisschen darunter. Seht ihr schon, 180 haben wir zum Teil. 185. Es wird eng, aber ich denke, es wird klappen. Der Rheuma sagt immer noch 162 Grad. Zur Erklärung nochmal. Stahl hilft Maschinen dabei, eine Überhitzungstemperatur von 275 Grad zu haben. Und erst danach treten dann Überhitzungsschäden auf. Also deswegen wichtig, baut die Sachen in einem Dampfraum mit einem Vulkan und auch mit dem Metallvulkan lieber aus Stahl. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, der Dampf hat hier mittlerweile 189 Grad, 190, weiter steigend. Aber, wie man jetzt auch sieht, der Dampf hier unten kühlt sich langsam ab auf 240, 250 Grad. Ich denke, die kritische Phase haben wir langsam überwunden. Und dann sollte jetzt gleich, sobald der Thermosensor unter 200 Grad ist, auch wieder alles öffnen, Förderschienen aktivieren. Und auch hier den Auslauf wieder dicht machen. Ja, das gucken wir uns noch ein bisschen an. Und können natürlich hier auch mal schauen. Wir haben jetzt hier Magmatit liegen. Ist natürlich mehr geworden. Die Temperatur hat sich von dem gesamten Block natürlich irgendwo ja, im Durchschnitt gesetzt. Am Anfang werdet ihr Magmatit liegen haben, das auch ruhig mal seine 1200 Grad hat. Wie gesagt, wer da das Magmatit mehr aufbrauchen möchte, spielt hier auch gerne einfach an den Einstellungen rum, um das dann tatsächlich vor der nächsten Eruptionsphase wegzuhaben, falls das jemand so machen möchte. Ja, Temperatur hier unten ist mittlerweile bei 211 Grad. Der Thermosensor sagt auch 211, das kann nicht mehr besonders lange dauern. Ich stelle die Temperatur nochmal ein bisschen höher. Ach, die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen höher. Und dann sind wir jetzt auf 200 Grad. Machen wir wieder ein bisschen langsamer. Und dann sollte der... Ach, 195 habe ich gesagt. Ah, hat er jetzt auch einmal kurz erreicht. Jetzt wurde mal kurz grün gegeben. Ist fast durchgefahren. Aber so ganz hat sich hier unten noch nicht eingependelt. Das war halt nur so ein kleiner Peak an Temperatur, die durchgekommen ist.
Und dann sollte er jetzt jeden Moment komplett umschwenken auf das grüne Signal. Ich denke, da wird er dann jetzt auch stehen bleiben. Und ihr seht jetzt, Türen sind wieder offen, Förderschienen laufen weiter und der Auslauf ist auch dicht gemacht worden. Und kühlt jetzt nur noch hier weiter den Räumer und den Belader. Ja, und tatsächlich sind jetzt hier mit den Wärmetauschplatten und mit dem ganzen Magmatit, also das ganze Material, was hier drin ist, hat jetzt erstmal so viel Hitze gespeichert, dass es hier tatsächlich erstmal ein paar Zyklen so durch die Gegend fährt und die Dampfturbinen genug zu tun haben, bevor dann wirklich neues Magmatit hier in den Kreislauf reingebracht wird. Und an der Stelle merkt man dann auch, wie wichtig das ist, dass man viel Material hier hat, um ja die Energie auch aufzunehmen. Apropos Material, was hier ist. Im Gegensatz zu dem Metallvulkan habe ich hier einen Dampfdruck von 120 Kilo gewählt. Das ist eine Menge Wasser. Rechnet euch das auch einfach wieder über das Raumoverlay aus, wie viel Wasser ihr braucht. Warum 120 Kilo? Wie gesagt, je mehr Material da ist, desto besser kann man die Temperatur kontrollieren. Ab 150 Kilo wird es halt kritisch für den Vulkan und damit ich noch ein bisschen Puffer dazu habe, weil hier sammelt sich auch gerne mal ein bisschen mehr Wasser oder auch mal irgendwo in so einer kleinen Nische sammelt sich gerne mal ein bisschen Dampf an, einfach um da auch ein bisschen Puffer zu diesen 150 Kilo Dampfdruck zu haben, bin ich da auf 120 Kilo pro Teil gegangen. Ja, und ich sehe schon, die Aufnahme wird mal wieder sehr lang bei mir. Jetzt möchte ich nochmal kurz sagen, einerseits, wenn ihr anfangt mit Vulkanen rumzubasteln, also gerade mit den tatsächlichen Vulkanen, nicht unbedingt den Metallvulkanen, und ihr mit Magma rumspielt, kann ich nur empfehlen, geht in den Sandbox-Modus rein, probiert euch da aus. In einer richtigen Kolonie kann da richtig, richtig viel passieren. Und da wechseln wir nochmal ganz schnell in eine neue Szene. Bis gleich. Hallo, hallo. Hier ist der Schnitt, Conny. Ich melde mich mal, weil der Trottel mal wieder was Wichtiges vergessen hat. Leute, und zwar... ich weiß, dass man natürlich auch Vulkan-Setups anders bauen kann mit Magma-Tanks und tatsächlich bin ich auch einer derjenigen, die normalerweise sowas bauen. Allerdings muss ich dabei sagen, dass viele sich daran einfach nicht dran trauen und ich mir deswegen dieses Dampf-Setup erstmal überlegt habe. Der Nachteil an dem Ganzen ist natürlich, man kann die Hitzeenergie nicht wirklich gut regulieren, was mit einem Magma-Tank deutlich einfacher zu gestalten ist. Bin ich jetzt an der Stelle nicht drauf eingegangen, aber es könnte durchaus sein, dass ich dazu nochmal ein extra Video mache, aber das wird halt einfach auch den Rahmen sprengen. Also, dran denken, es gibt effizientere Methoden, um einen Vulkan zu nutzen und auch vor allen Dingen um Magma auch zu nutzen. Aber es ging mir um einen leichten Bild, auch für Neulinge, die vielleicht wirklich nur einen Dampfraum drauf bauen wollen und das Ganze soll dann funktionieren und fertig. Ja, es geht nur um ein bisschen Energie und das Rumbasteln macht man dann vielleicht später, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ja, das nochmal als kleine Info. Also wenn der Dummbatz nicht noch irgendwas anderes vergessen habt, solltet ihr nichts mehr von mir hören. Ansonsten schöne Grüße und es geht weiter. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe gedacht, wir gucken uns zum Schluss nochmal kurz an, wie so ein Vulkan auf einem Eisbiom wirkt. Der ein oder andere denkt sich ja vielleicht auch, ach, so ein Vulkan und ein Eisbiom, da wird schon nicht viel passieren. Metallvulkane sind eine andere Geschichte, da kann man es vielleicht machen. Würde ich mich auch nicht drauf verlassen, aber wir schauen uns das gleiche mal bei einem Vulkan an. Wo ich gerade noch sagte, spielt mal ein bisschen im Sandbox-Modus rum, wenn ihr mit Magma rumhantiert. Ich habe gedacht, ich blende euch mal kurz ein, wie das aussehen kann, wenn man da am Rumbasteln ist. Das war einer meiner ersten Vulkanversuche, als ich das Metallvulkan-Setup einfach auf einen kleinen Vulkan übertragen wollte. Ihr sehen könnt, da ist einiges an Magma, was da rumfließt. Und hat auch einiges an Förderschienen und so weiter auseinandergenommen.
kann es euch nur empfehlen, Leute. Probiert es im Sandbox-Modus aus. So, dann, wie weit ist der denn? Stell mal kurz ein bisschen schneller und dann schauen wir uns das mal in Ruhe an. Achso, ja, eine Sache, die ich leider ganz vergessen habe, sind die Materialien, mit denen ihr arbeiten könnt, wenn ihr mit Magma arbeitet. Und zwar können nicht alle Materialien tatsächlich mit den hohen Temperaturen klarkommen. Aus dem Grund nutzt am besten die Materialien Obsidian, Wolframit, Wolfram, Keramik, Stahl und Diamant. Das sind so alle Materialien, die ihr so auch im normalen Game bekommen könnt, ohne die Raketenforschung. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall auch Materialien, die mit Magma klarkommen können. So, und der Kollege ist jetzt hier schon ordentlich am Arbeiten. Ihr seht schon, die Magma wütet hier ganz ordentlich. Das ganze Eis und der Schnee schmilzt drumherum. Und auch das verschmutzte Eis. Hinzu kommt noch, wir haben hier unter Umständen auch Granit bei. Das Granit schmilzt tatsächlich bei 600 Grad schon. Was da auch dazu führen kann, dass hier ja wirklich so eine Explosion entstehen kann, wodurch wieder Lava entsteht und immer weiter Lava entsteht durchs Granit und dann auch wirklich ganz, ganz fies hier rumwüten kann. Es war jetzt sogar tatsächlich noch erstaunlich wenig, was passiert ist, aufgrund dessen, dass hier der Druck wahrscheinlich schon erreicht wurde. Aber ich sag mal, das ist jetzt hier auch schön warm geworden. Es wird weiter das Eis schmilzen, das wird irgendwann weiterlaufen und der Kollege wird hier auch weitermachen. Also irgendwann wird da mit Sicherheit auch das ganze Eisbiom hier komplett geschmolzen haben und dementsprechend einen riesigen Dampfraum entstehen lassen. Ja, um nochmal kurz darauf einzugehen, es wird von mir jetzt kein Blueprint dazu geben, was ich da ausgetüftelt habe. Ich werde euch unten in der Beschreibung den Spielstand verlinken. Da könnt ihr euch die Blueprints auch selber ziehen und auch dementsprechend anpassen. Vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen rumtüfteln, rumbasteln, wie ihr Bock habt. Ja, dann habt ihr gleich die Möglichkeit, daran ja, weiterzuarbeiten oder mal für euch was auszuprobieren. An der Stelle sei noch gesagt, ich habe einige Mods verwendet. Zum einen auch hier diesen für den Calculated Average Output. Das ist standardmäßig nicht mit drin. Das ist ein Mod. Genauso wie ich auch im Sandbox viele Sachen nutze zum Erstellen oder auch den Speed Mod. Wenn ihr da Fragen habt, gerne einfach in die Kommentare, was ich so nutze. Und ja, ich schreibe euch dann gerne, welche Mods ich benutze oder falls da noch sonstige Fragen sind. An dieser Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, gerne auch mal auf meinen Discord vorbeischauen, da bequatschen wir auch gerne mal solche Sachen und auch irgendwelche verrückten Builds oder sonst irgendwas. News und Neuigkeiten gibt es dazu auch immer wieder und natürlich auch, wann ich auf Twitch streame. Schaut da auch gerne vorbei, Link ist in der Beschreibung. Ja, dann war es das auch schon wieder mit dem kurzen Tutorial. An der Stelle vielleicht auch nochmal eine kleine Entschuldigung von mir. Es wird leider immer sehr lang. Das tut mir auch sehr leid, aber ich finde es immer sehr schwierig, bei solchen Themen mich kurz zu fassen. Und vor allen Dingen hat man trotzdem noch das Gefühl, dass man irgendwie die Hälfte vergessen hat, was ich bestimmt auch getan habe. Also wenn euch da noch was einfällt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir auch kurz einen Like da lassen würdet. Das hilft mir natürlich sehr, gerade auch dem Kanal. Für die Leute, die vielleicht auch neu hier sind, klickt doch gerne unten auf den Abo-Button drauf. Dann verpasst ihr auch kein neues Video oder Tutorial von mir. Ja, und ansonsten noch vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.